Herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativstempel. Ich bin Birgit und freue mich wie immer sehr, dass ihr wieder hier vorbeischaut. Heute möchte ich wieder kreativ mit euch sein. Und zwar habe ich dieses schöne kleine Mitbringsel oder Goodie für euch mitgebracht. Und zwar mit einer integrierten Karte. So sieht es aus. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie das funktioniert, wie ihr das werkeln könnt. Ja, und wenn ihr das gerne mit mir gemeinsam basteln möchtet, dann bleibt jetzt dran. Ich schalte um auf meinen Basteltisch. Bis gleich! Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Und das ist das Goodie, das ich mit euch gemeinsam basteln möchte. Ich liebe solche kleinen Mitbringsel oder Goodies, die relativ schnell und zügig und einfach gemacht sind, die man immer parat haben kann. Und ja, wie sieht das Ganze aus? Wir haben hier eine Banderole, also eine Schiebebox, in der hier drinnen man ja kleine Süßigkeiten oder kleine Gutscheine oder Geldgeschenke oder was auch immer reinpacken kann. Und in dieser Banderole hier versteckt sich eine kleine Karte, wo man eben dann ja liebe Grüße reinschreiben kann. Ich habe hier gearbeitet mit den Farben Limette und Azurblau und ihr seht, das passt mega gut zusammen. Ich liebe es. Ich finde es einfach cool. Und gearbeitet habe ich mit einem Set aus dem Jahreskatalog. Das gibt es schon länger. Ich habe das auch schon länger. Das weiß gar nicht mehr. In irgendeinem Frühjahr-Sommerkatalog, glaube ich, kam das. Ihr findet es im Jahreskatalog auf der Seite 32. Da findet ihr das Stempelset, nämlich das Stempelset Spritzige Tomaten, hätte ich gleich gesagt, Zitronen, das ist dieses hier. Und dazu gibt es die passenden Stanzformen und zwar findet ihr die hier auf der Seite 167. Und das Besondere daran ist, wir haben hier eine Hybrid-Stanz- und Prägeform. Das heißt, wir haben hier Stanzformen und einen Prägefolder. Und dann entsteht, ich weiß nicht, ob es die Kamera hier zeigt, dieses wunderschöne Motiv. Und zwar habe ich hier einen Stempelabdruck und dieser wird dann nicht nur ausgestanzt, sondern gleichzeitig geprägt. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch dann. Das machen wir hier. So seht ihr auch gleich mal die Anwendung dieses tollen Prägefolders. Und ja, beides findet ihr, wie gesagt, im Jahreskatalog. Und ich habe das jetzt schon lange hier liegen und jetzt ist die Zeit, ich finde, so zum Verabschieden des Sommers, bevor ich dann jetzt auch dazu übergehe, Weihnachten und Herbst Sachen zu zeigen aus dem neuen Mini-Katalog. Natürlich werde ich immer wechseln in Zukunft, mal Hauptkatalog, mal Mini-Katalog. Ja, und dann habe ich mir gedacht, so zum Abschied vom Sommer. Und zwar habe ich hier mir gedacht, ich nehme den Spruch kleine Vitaminbombe, die habe ich embossed in weiß auf schwarz. Und hier drinnen steht dann, drück dich ganz doll. Und was ist hier drinnen? Natürlich Gummibärchen. Und das ist jetzt, was man ja in der Zukunft jetzt wieder häufiger braucht, so ein kleines, ja, werde wieder gesund, Goodie, sage ich jetzt mal. Also wenn jemand jetzt krank geworden ist, ne, oder ja, keine Ahnung, ihr wisst schon, da braucht man immer mal sowas. Oder wenn jetzt jemand, ja, traurig ist, jetzt kommt ja wieder der Winterblues zum Aufmuntern. Ja, also fand ich das ganz süß. Und ich möchte das heute mit euch basteln. Und es geht eigentlich ganz einfach und ist ratzfatz gemacht. So, was ihr alles dazu braucht, findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Das verlinke ich euch hier unten. Da findet ihr dann nochmal verlinkt alle Produkte, die direkt auch zum Online-Shop verlinkt sind, wenn ihr das ein oder andere möchtet, die ich verwendet habe. Und ihr findet natürlich auch nochmal alle Maße. Also ihr müsst jetzt nicht mitschreiben, wenn ihr mitbasteln wollt, dann empfehle ich euch immer kurz auf Stopp zu drücken. Dann könnt ihr das ja einfacher mitverfolgen. Und ansonsten, wie gesagt, findet ihr alle Maße nochmal auf meine Homepage. Und zwar beginnen wir mit der Grundverpackung. Also das ist so alles, was wir brauchen an Material. Das ist wirklich gar nicht viel. Und zwar brauchen wir hier für diese kleine Grundbox, die da unten reinkommt, einen Stück weißen Farbkarton. Ich habe jetzt hier extra starken genommen. Das müsst ihr aber nicht. Aber ich finde es immer besser, gerade für so kleine Boxen, wenn die ein bisschen mehr stabiler sind. Deswegen habe ich extra starken genommen. Ihr könnt aber auch normalen Farbkarton in weiß nehmen. Oder eine andere Farbe. Ne? Also ihr müsst ja nicht die gleichen Farbkombis nehmen wie ich. Und zwar brauchen wir ein Stück in 10,5 mal 10 cm. Und das Ganze falzen wir jetzt einmal. Also 10,5 mal 10. Schneidet euch das zu. Legt das mal nochmal hier oben hin, dass ihr es noch seht. Und jetzt wird gefalzt und jetzt müsst ihr eben aufpassen, weil man sieht es nicht auf Anhieb, welche Größe das jetzt ist.
ihr müsst als erstes die lange Seite anlegen. Also die 10,5 cm Seite, messt das also hier nochmal nach, dass ihr auch die richtige oben habt. Und die falzen wir zuerst. Und da beginnen wir bei 2,5 cm. Und die zweite bei 8 cm. Dann habe ich jetzt hier links und rechts eine Falzlinie. Und jetzt dreht es auf die kurze Seite, auf die 10 cm Seite. Und die wird gefalzt bei 2,5 cm. Und bei 7,5 cm. Und dann entsteht hier so eine kleine Schachtel. Das Ganze falzen wir jetzt einmal nach. So, und dann sieht eure Box so aus. Und jetzt müsst ihr auf Folgendes achten. Wir schneiden jetzt zu, nämlich die Klebelaschen ein. Und zwar muss jetzt oben die kurze Seite liegen. Also die 10 cm Seite liegt nach oben und die 10,5 cm Seiten sind links und rechts. Ja, das ist ganz wichtig, dass die Verpackung dann auch so wird. Obwohl, es wäre eigentlich auch nicht schlimm, wenn es andersrum wäre. Wenn ich so richtig überlege, wäre das auch nicht schlimm. Aber macht es jetzt einfach mal so, wie ich sage. Also oben kurze Seite. Und wir schneiden jetzt hier Folgendes ein. Die erste Senkrechtfalz schneidet ihr gerade nach oben bis zur ersten Querfalz und schneidet hier die Falz mit raus. Und zwar so, dass wir hier eine schöne gerade Kante haben. Das wird eine Klebelasche und die schrägen wir uns jetzt einfach ein. Und das ist auch schon alles. Und das machen wir jetzt an allen vier Seiten. So, also hier drüben jetzt auch an der linken Seite einmal nach oben gerade einschneiden und hier die Klebelasche links und rechts leicht einschrägen. Jetzt dreht ihr den Karton um 180 Grad auf die gegenüberliegende Seite und wiederholt das Gleiche wieder. Die erste Senkrechtfalz einschneiden bis zur ersten Querfalz und das hier rechts wird die Klebelasche, die wird eingeschrägt. Und dasselbe hier drüben, die Senkrechtfalz bis hoch zur Querfalz einschneiden und auch hier anschrägen. So, jetzt haben wir unseren kleinen Karton zugeschnitten und jetzt wird er einfach nur noch zusammengeklebt und das geht ganz einfach. Wir machen hier auf die Klebelasche etwas Flüssigkleber. Und dann wird das Ganze hier an die Seite festgeklebt. Was hier ganz wichtig ist, dass ihr hier Kante an Kante liegt und dass aber auch hier der Übergang von der Seite zu der gerade ist. Also dass das fließend übergeht. So, da ruhig mal so ein bisschen nach oben schieben, falls das hier nicht bündig ist. Also es muss eine Linie ergeben. Dann die andere Klebelasche von dieser Seite und hier ebenso. Also das wird jetzt an jeder Seite eigentlich gleich gemacht und achtet hier drauf, dass, wie gesagt, diese Kanten hier gleich sind und dass hier Kante an Kante ist. Wenn das passt, könnt ihr beide Klebelaschen hier innen mit dem Falzbein schön festdrücken und auf der gegenüberliegenden Seite macht man dann genau dasselbe. Klebelasche bekommt Flüssigkleber und dann fange ich mit der einen Seite an. Ja, und jetzt seht ihr es hier, ne? Also hier hätte ich jetzt das nicht gleich, also schiebe ich das jetzt hier nach oben. Ja, und jetzt habe ich hier eine Linie. Ich hoffe, ihr habt das gesehen, was ich meine. Schön zusammenkleben. Hier sieht man es auch wieder, ne? Ich habe jetzt hier nicht die Kante richtig, also so nach oben schieben, sodass ich hier diesen schönen Abschluss habe. So, und dann festdrücken. Und dann habe ich eine wunderschöne, gleichmäßige Schachtel, die wir jetzt auf die Seite stellen können zum Trocknen. Flüssigklebereste ja, sind bei mir immer mit dabei. Die kann man dann, wenn sie trocken sind, mit einem Kleberadierer vorsichtig entfernen. So, jetzt brauchen wir hier unsere Banderole, die hier außen rum ist. Dazu braucht ihr einen Streifen in Limette. Wie gesagt, ich kombiniere hier Limette und Azurblau. Das finde ich passt auch zum Thema hier von dem Stempelset Zitronen. Ja, und zwar hat der Streifen ein Maß von 23 cm Länge
und 5 cm Breite. 23 mal 5 cm. Einmal zuschneiden. Und jetzt wird gefalzt. Und zwar auch an der langen Seite. Und zwar beginnen wir bei 5,6 cm. Dann geht es weiter bei 11,2. Die nächste Falz bei 13,8. 19,4. Und die letzte bei 22. Je genauer hier ihr arbeitet, desto genauer wird eure Banderole. So, und jetzt fangen wir mit dem Falzen an der kurzen Klebelasche. Und wir falzen jetzt alle Falzlinien in die gleiche Richtung, sodass man eben ja diese Banderole bekommt. Bis auf die letzte. Also ihr macht 4 Falzlinien, 1, 2, 3, 4 in die gleiche Richtung. Und die letzte, die wird in die andere Richtung geklappt, weil das wird nämlich hier dieser Deckel. Und da solltet ihr jetzt beim Falzen drauf achten, dass die hier schön oben drauf passt. Also da, ja, dass die hier wirklich genau bündig auf diesem Oberteil liegt. Ja, dass die nirgendwo übersteht. Also hier ruhig beim Falzen mit dem Falzbein nochmal nachkorrigieren. Genau, und so entsteht jetzt hier die Banderole und das da oben ist dann die aufklappbare Karte. Und die können wir jetzt auch schon zusammenkleben. Ihr macht euch auf die 1 cm Falz hier ein Stückchen Abreißklebeband. Das wird auch nicht eingeschrägt oder so, das bleibt gerade. So, und jetzt ist wichtig, dass die nicht hier ans Ende geklebt wird, so wie ihr das klassisch kennt, sondern klappt euch die Karte gleich so nach außen und wir kleben das jetzt hier an diese Kante, an diese Falzlinie hier, an diese Falzkante der Karte. Und hier müsst ihr jetzt darauf achten, dass das schön bündig hier dran klebt, ja, dass das nachher hier oben eine schöne Kante gibt und schön aussieht. Das heißt, ihr zieht euch jetzt hier einmal das Klebeband ab. Ihr könnt es auch mit Flüssigkleber machen, wenn euch das lieber ist. Dann könnt ihr nämlich noch ein bisschen ruckeln. Hier außen, das letzte Stück, klappt ihr die Karte hier nach außen, ja, dass es so ist. Und diese Kante wird jetzt hier angeklebt. Und jetzt, wie gesagt, darauf achten, dass ihr hier schön gerade und bündig abschließt. Ja, das ist ganz wichtig, weil das ja nachher dann hier oben zu sehen ist, ne, an der Kante. Könnt ihr das von innen auch noch mal festdrücken. Und jetzt habt ihr schon hier diese Klappe, die Banderole fertig. Jetzt testet mal, ob das hier alles schön passt. Ob das hier wunderbar reingeht. Na? So, perfekt. Jetzt brauchen wir, bevor wir gestalten, einen Magneten, weil das Ganze hier sonst nicht zubleibt. Das steht dann immer wieder so ab. Deswegen braucht ihr so ein selbstklebendes Pärchen Magneten. Ich habe jetzt hier einen in 8 mm genommen und die Höhe 1 mm, das reicht vollkommen. Dann mache ich mir auf der einen Seite den Kleber ab und jetzt klebe ich das hier so ziemlich in die Mitte und weg vom Rand so 1,5 cm. Nach rechts gerichtet, drückt es hier einmal fest und dann kann ich hier das zweite abziehen und dann kann ich das hier schließen, festdrücken und schon habe ich meinen Magneten verstaut. So, und jetzt kommen wir zur Dekoration. Wir brauchen zweimal diese Aufleger in Azurblau und die braucht ihr in 5,2 mal 4,7. Ja, also das kommt dann hier einmal hier außen drauf und einmal hier innen drauf. So, und für den äußeren brauchen wir noch ein Stückchen Schleifenband. Ist mir der Name nicht eingefallen. Und zwar gibt es da ein tolles Kombipack im Jahreskatalog. Jetzt muss ich mal gucken, wo das wieder ist.
Habe ich mir nicht aufgeschrieben, sorry. Die Schleifenbänder findet ihr ja im Jahreskatalog auf der Seite 143, 144. Und ich meine hier unten dieses Set. Da gibt es so ein schönes Kombiband mit drei verschiedenen Farben, nämlich mit Babyrosa, mit Zitronenparfum und mit Azurblau. Und da habe ich mir das Schleifenband in Azurblau herausgenommen. Und da brauchen wir nur so ein ganz kleines Stückchen. Also wirklich mini. So. Ja, das reicht. Abschneiden, sodass ihr nur so eine kleine Schlaufe habt. Also macht das wirklich sparsam. Und jetzt müsst ihr darauf achten, dass es hier, es hat ja zwei unterschiedliche Seiten, unser Papier. Ja, eine längere, eine kürzere. Die längere ist oben, die kürzere ist seitlich. Und wir kleben das an die kürzere Seite, nämlich hierhin. Und da kleben wir uns hier auf die Rückseite, macht ihr mittig so ein bisschen Abreißklebeband oder so ein Roller und klebt das hier so an die Kante, die eine Seite und die andere Seite dann hier noch dazu, sodass hier so eine Schlaufe entsteht. Seht ihr das? Ja? So einfach hier so eine kleine Schlaufe auf die Rückseite kleben. Und das legen wir zur Seite. Das brauchen wir später. So, jetzt brauchen wir die kleinen Aufleger in Weiß. Und da braucht ihr zwei Stück in 4,9 x 4,4 cm. Die kommen dann hier oben drauf. Und die dekorieren wir uns natürlich noch ein bisschen. Auf der Innenseite habe ich das Ganze bestempelt. Und zwar einmal mit dem Spruch, drück dich ganz doll. Und den stempel ich mir in Azurblau. Und dann habe ich mir noch diese Blümchen hier genommen. Und die stempel ich mir links und rechts in die Ecken. Einfach in Limette. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Und dazu nehme ich mir jetzt hier diesen Stempel und stempel mir den in Azurblau. Einfach in die Mitte. Ihr müsst jetzt wieder darauf achten, es gibt eine längere Seite und eine kürzere Seite, ja? Also, dass ihr jetzt auch wieder darauf achtet, dass euer Karton in der richtigen Richtung ist. Also, die längere Seite ist immer oben. Da beim Stempeln drauf achten. So, stempeln. Und dann kommen jetzt noch diese Blümchen eben in Limette. Die mache ich mir oben rechts und unten links hin. Ja, das ist dieser Stempel hier. Den brauchen wir auch gleich nochmal. Einmal hier. Und einmal hier. Und dann sieht es nämlich ganz nett aus. So, dann habe ich das schon mal. Und das kann ich, wenn ich will, schon hier innen einkleben. Das heißt, ich klebe mir das jetzt hier übereinander. Das Weiße auf mein Farbkarton ohne das Schleifenband, schön mittig. Und dann nehme ich mir meine Banderole, mache das hier auf und dann klebe ich mir das hier auf die rechte Seite, auf die Innenseite. Dazu könnt ihr euren Karton so flach drücken. Klebt es jetzt nur richtig rum ein. So, dass es hier nach links aufgeht. Es kann natürlich auch nach rechts geöffnet werden, aber die meisten sind ja Rechtshänder und deswegen nach links öffnen. Ja? So, dann schön festdrücken hier mit eurem Falzbein. Und dann haben wir das schon mal fertig. Hier kommt später eine Zitrone hin und ein Blümchen. Und das brauchen wir auch für außen und natürlich auch noch den Spruch. Und das Ganze machen wir jetzt gemeinsam. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, damit es nicht so lange dauert. Ich habe mir diese Blümchen, die ich gerade innen gestempelt habe, habe ich mir in Azurblau gestempelt. Jetzt kriege ich es nicht raus. Ja, in Azurblau und habe in der Mitte den Blütenstempel in Limette gemacht. Das habe ich schon mal vorbereitet. Dann habe ich diese Blätter hier in Olivgrün gestempelt. Da reichen euch zwei Stück. Ihr braucht eins für außen und eins für innen. Das habe ich vorbereitet. Und dann habe ich den Spruch schon mal embossed.
Das könnt ihr jetzt auch schon mal vorbereiten. Ich habe hier genommen kleine Vitaminbombe, habe das in weiß auf schwarzen Farbkarton embossed und das schneiden wir dann später noch zu und kleben es auf. So, und was wir jetzt gemeinsam machen, ist diese Motive. Und zwar sind das zwei Stempel. Einmal dieser Outline-Stempel und einmal dieser für die Füllung. Und ihr seht, das ist zusammenhängend. Ja, das ist quasi hier ein Stempel für die Outline. Und auch das ist zusammenhängend ein Stempel für das Innen. Und das stempeln wir jetzt einmal und zwar komplett in Limette. Dazu nehmt ihr euch einen Rest Farbkarton, nehmt euer limettefarbenes Stempelkissen und stempelt am besten zuerst die Outline. Der Stempel ist etwas größer als das Stempelkissen, deswegen mache ich das so rum. Ich betupfe mir das hier mit dem Stempelkissen. Dann stempel ich das ab. Und jetzt brauche ich noch die Füllung dazu. Das ist die andere Seite. Die habe ich hier einfach auf den großen Stempel auf der Rückseite drauf, weil ich habe nur einen. Und jetzt müsst ihr, ich mache mal den außen weg, damit ihr das sehen könnt. Jetzt müsst ihr das quasi hier hineinsetzen. Also das halbe, die halbe Zitrone, dann diese ja etwas länglich gepresste und die runde Zitrone kommen jetzt hier in diese Outline-Stempel hinein. Und das ist schon der ganze Zauber vom Stempeln. So, und jetzt wird das Ganze gestanzt und geprägt gleichzeitig. Dazu braucht ihr einmal dieses Hybrid-Set. Das ist beides in einem Set. Die Stanzformen und die Prägeformen sind in einem Set. Das ist das, was ich euch gezeigt habe auf der Seite 167. Da bekommt ihr das in einem Set geliefert. So, und jetzt müsst ihr Folgendes machen. Ihr nehmt euch, also hier habt ihr in den Stanzformen dann auch noch die Blümchen drin und die Blätter zum Ausstanzen. Wie gesagt, das habe ich hier schon ausgestanzt und vorbereitet. Und für die Hybrid-Prägeform braucht ihr jetzt diese Form. Und zwar folgendes. Ihr habt hier einmal den Deckel, wo das Stampin' Up-Zeichen ist und das ist der Boden. So nenne ich es jetzt mal. Und in den Deckel müsst ihr jetzt die Stanzform einlegen. Und zwar mit dieser Stanzkante hier, also nicht die glatte Seite, sondern die Stanzkante, die zeigt nach oben. Und zwar sucht ihr euch jetzt hier dieses Motiv und dann merkt ihr, dass das einrastet. So, jetzt. Ja, jetzt ist das eingerastet und jetzt liegt das hier fest. Und jetzt brauchen wir noch das Motiv dazu. Das legt ihr euch jetzt auf die Innenseite, klappt es zu. Ah, jetzt habe ich es natürlich verkehrt rum. So rum. Also, nochmal von vorne. Das Ganze einrasten lassen. So. Dann lege ich mein Motiv hier rein. Klappt es zu. Und jetzt schiebe ich das ganz leicht. Ich lasse das so zu und schiebe jetzt hier, seht ihr das? Mein Stempelmotiv. Also könnt ihr hier so seitlich reingreifen und schiebt mir das jetzt hier so zurecht, dass es genau dann hier drinnen liegt. Seht ihr das? Das geht wirklich ganz einfach. So, schön zusammengedrückt halten. Und jetzt braucht ihr nicht die klassischen Stanzplatten, sondern ihr braucht einmal die Stanzplatte Nummer 1, das ist die Grundplatte. Und ihr braucht die Stanzplatte Nummer 4 von unserer Stanzmaschine von Stampin' Up, das ist die graue. Und das ist das Set für die 3D-Prägeformen. Obwohl hier nicht 3D-Prägeformen draufsteht, braucht ihr trotzdem diese, weil das von der Höhe her durch die Stanzform so dick ist wie eine 3D-Prägeform. Die Prägeform an sich ist eigentlich so hoch wie eine normale, aber dadurch, dass ich hier noch die Stanzform dabei habe, brauche ich dieses Set, was ich normalerweise für die 3D-Prägeformen brauche. Das Schöne ist, auf unseren Grundplatten steht es hier auch nochmal alles drauf beschrieben und da seht ihr hier unten Verwendung mit 3D-Prägeform und da seht ihr, welche Platten ihr braucht, nämlich Nummer 1,
Und Nummer 4. Wenn ihr ganz klassisch ein Standardprägeform habt, dann nehmt ihr die Grundplatte und die zwei Acrylplatten. Geht aber in dem nicht, weil das zu dick ist, weil es eine Hybridprägeform ist. Ja? So, und jetzt wird es hier übereinander gelegt. Grundplatte dazwischen eure Prägeform. Die geschlossene Seite immer zuerst in die Maschine schieben. Und dann kommt die Nummer 4 drüber. Und jetzt wird es hier durchgekoppelt. Dieses Knacksen ist völlig normal. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Das ist ganz normal, da geht auch nichts kaputt. So, und wenn wir das jetzt hier rausholen, dann seht ihr, das ist unsere Stanzform. Es ist wunderschön ausgestanzt. Seht ihr das? Und ich habe gleichzeitig hier die Prägung in meinen Motiven. Das ist doch echt genial, oder? Ich liebe diese Hybrid-Prägeformen und es geht auch wirklich ganz einfach umzusetzen. Also es ist echt eine tolle Sache. Ja, und dieses Negativ, damit könnte man auch noch was machen, weil man hat ja hier die Prägungen auch drin. Ich finde es klasse. So, und jetzt nehmen wir das Ganze hier zum Verzieren. Und zwar brauchen wir zwei Sachen. Für die Innenseite habe ich hier einmal diese halbe Form genommen. Und, also machen wir mal zuerst die Innenseite und dann habe ich mir hier noch, dafür könnt ihr das wieder so flach hinlegen, da geht es nämlich einfacher. Dann habe ich mir hier noch diese Blätter genommen, weil hier müsst ihr ja aufpassen, hier darf nichts überstehen, weil ich das ja hier zuklappen möchte. So, und das klebe ich mir jetzt als erstes da hinein. Das heißt, ich nehme meine Blätter, klebe die erstmal hier hinten dran, drücke es aber noch nicht fest, sondern kontrolliere jetzt nochmal. Ja, so könnte das passen. Perfekt. So, und dann kann ich es mir mit Flüssigkleber befestigen. Und somit habe ich gleichzeitig auch meinen Magneten überdeckt. So, hier darf aber nicht zu viel Erhabenes sein, weil ich das ja noch zumache. Deswegen am besten mit Flüssigkleber, nicht mit Pads aufkleben. Und dann habe ich mir noch so ein Blümchen dazu gesetzt. Das habe ich ja vorhin schon vorbereitet. Nehme jetzt hier so eine große Blume und auch die klebe ich mir jetzt hier mit Flüssigkleber ein und setze mir die hier drauf. Und schon ist meine Innenseite fertig dekoriert. Jetzt brauchen wir nur noch die Außenseite. Dazu klappe ich mir das Ganze einfach mal so zusammen, weil dann kann ich das hier außen besser handhaben. Also achtet darauf, dass es auch wirklich die Außenseite ist, nämlich die Rückseite von dem, was wir gerade gemacht haben. Dazu braucht ihr jetzt hier euer Teil. Da klebt ihr jetzt zuerst wieder das Weiß auf euren farbigen Karton. Ich tue das mal hier nebendran, damit ihr das sehen könnt, was ich hier gemacht habe. Klebe ich zuerst das wieder auf. Und jetzt fange ich das Dekorieren an. Und zwar, das ist mir zu groß und zu wuchtig, aber ich nehme diese beiden. Ja, und die habe ich mir hier so draufgesetzt. Und dann nehme ich dazu wieder ein Blatt, was ich vorbereitet habe, und das kommt hier unten drunter. Hier darf das ruhig ein bisschen überstehen. Ist gar kein Problem, weil das ist ja oben auf dem Deckel. Ja, so, genau. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann nehme ich jetzt hier von diesen kleinen Blümchen so eine kleine noch mit dazu. Und die, also ich lege mir das immer gerne erstmal hin und gucke, wie passt denn das? Wie sieht denn das schön aus? Wie kann ich das arrangieren, ohne dass ich es festklebe? Das ist so meine Vorgehensweise. Und dann kann ich nämlich auch sehen, wie wirkt denn das? Wie sieht denn das aus? Ja? Wow, jetzt bleibt es mir überall kleben. So, dann nehme ich mir hier noch so eine große Blüte. Die kann ich mir mit einem Dimensional befestigen, weil ich bin ja jetzt hier außen. Wo sind denn jetzt meine Kleinen? Jetzt sind die auch noch leer. Na prima. Ach ja, so ist der Vorführeffekt. Gut, dann nehme ich halt hier, naja, ich habe ja noch welche. Ist ja nicht wie bei Amelot. So, genau, und die kann ich mir dann hier hinsetzen. Und dann brauche ich noch diesen embossten Spruch und den schneiden wir uns gleich zurecht. Aber zuerst kleben wir erstmal das auf. Das heißt, ich mache mir jetzt hier einmal die Blätter hin. Und die können hier oben so ein bisschen rausgucken. Ich drücke es aber noch nicht ganz fest. Dann kommt die eine Zitrone, die so ziemlich flach ist, hier oben hin, in den Bereich.
Und die untere halbe Zitrone, die kommt hier unten hin. So. Und jetzt schiebe ich hier noch, jetzt lege ich mir mal die große hier so hin, wo die ungefähr hinkommt. Und jetzt schiebe ich mir noch die kleine, bevor ich das alles festdrücke, hier unten drunter. So, perfekt. Und jetzt kann ich auch die große noch festkleben, dimensionell abmachen. So. Und jetzt nehme ich mir meinen Spruch und den schneide ich mir jetzt aus. Und zwar zerteile ich mir den in zwei Worte, in kleine, und schneide das einfach so hier so außenrum so ein bisschen geschwungen aus. Also nicht gerade, sondern so wie die Schrift ist. Einmal das. Und dann kommt jetzt noch dieses hier dazu. Einfach hier so der Schrift entlang ausschneiden. Da gibt es jetzt auch keine Regel dafür. Und das kommt dann hier hin. Und das kann ich jetzt auch wieder mit Dimensionals machen. Da nehme ich mir jetzt hier für kleine dieses Stück. Ich lege es mir aber erst hin, bevor ich es befestige. Und dann mache ich jetzt hier noch so kleinere Stückchen von meinem Rand. Weil ich verwende die Ränder auch immer mit, weil die kleben ja genauso. Das wäre ja schade, das wegzuschmeißen, ne? So. Und dann lege ich mir das hier einmal so hin und gucke, wie das schön aussehen könnte. Ja, und dann fange ich an. Zuerst mit dem Kleinen. Klebe mir das hier hin. Und das Vitaminbombe, das kann so ein bisschen schräg da drauf. Nämlich so. Prima. Und dann habe ich mir noch ein paar Glitzersteinchen genommen. Und verziere jetzt hier noch. Ah, schon abgefallen. Das Ganze mit Steinchen. Einmal hier in der Mitte der Blüte. Und hier habe ich noch ein paar große. Ich glaube, das kleine mache ich lieber hier hin. Und ein so ein großes vielleicht hier auf die Blüte. Und dann mache ich hier noch ein mittleres dazu. Genau, fertig. Und jetzt kann das Ganze nämlich auch aufgeklebt werden. Und zwar kommt das jetzt hier vorne auf meinen Deckel. Also achtet darauf, dass ihr das auch an die richtige Stelle klebt, bevor ihr das jetzt aufklebt. Also nochmal kontrollieren, jawohl. Dann lege ich mir das hier flach hin, dann kann ich das nämlich schöner aufkleben, sodass es auch wirklich bis in die Ränder schön festklebt. Ja, und schon ist meine Verpackung fertig. Jetzt kann ich hier meine Schiebebox reinschieben und fertig ist mein kleines Goodie. Ist doch cool, oder? Also ich finde es total klasse. Es ist wirklich schnell gemacht. Man kann das für ganz unterschiedliche Anlässe nehmen und ich finde es einfach ganz süß. Und ihr könnt es natürlich auch unterschiedlich dekorieren mit anderen Stempelsets oder wie auch immer. Ja. Und ich finde, das Weiß auf Schwarz embossed, das sieht immer so edel aus und das passt ja auch überall dazu. Also ich finde es eine schöne Sache. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch auch begeistern. Ich schalte jetzt nochmal um und verabschiede mich von euch. Ja, ihr Lieben, ich sage Dankeschön, dass ihr mit mir gemeinsam dieses schöne Goodie gewerkelt habt. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Und ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Einmal wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt natürlich gesund und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dafür müsstet ihr einfach nur das Glöckchen drücken bzw. meinen Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Dann werdet ihr nämlich sofort informiert, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und ihr wisst ja auch, ihr könnt alle Produkte, die ich immer verwende, bei mir bestellen. Ich bin ja Stampin' Up! Demonstratorin und ja, wenn ihr das ein oder andere gerne haben möchtet, dann meldet euch bei mir. Alle Kontaktdaten findet ihr unter diesem Video. Es startet jetzt auch ein neuer Katalog am 6. September, nämlich unser Herbst-Winter-Katalog. Da sind ganz, ganz tolle Weihnachtssachen drin, aber auch für den Herbst oder Halloween. Also, wenn ihr einen Katalog möchtet und ihr habt noch keine Demonstratorin, die euch betreut oder Demonstrator, dann meldet euch bei mir, dann schicke ich euch einen kostenfrei zu. Jetzt würde ich mich natürlich über einen
Kommentar von euch freuen, was euch dann besonders gefallen hat oder was ich auch immer toll finde, wenn ihr mir einfach mal in die Kommentare schreibt, was ihr euch denn wünscht, was ich ja hier zeigen soll. Ja, und ansonsten sage ich nochmal Dankeschön und wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe es. Bis dahin. Tschüss, eure Birgit.